Moin zusammen, es geht mit null Beweisen zu zweit nach Witchview. Der letzte Geist war zum Glück gnädig gewesen, der war lieb gewesen. Das ist eigentlich der Wunschgeist, den man für Sunny Meadows hat, wenn man einen beschissenen Breaker-Spawn hat. Ja, oh nein. Foto vom Geist, nachher ist wieder einer tot, wenn er es wieder einer versuchen will. Oh nein, also wieder kein Perfect Game, aber ist ja egal. Wir gehen da rein und versuchen den Geist rauszufinden. Also los. So, also wir haben gerade kurz noch nach dem Breaker geguckt, weil hier gibt es drei Spawns. Der Knochen liegt hier direkt im Wohnzimmer, den kannst du nicht übersehen, wenn du reinkommst. Als wenn die den jetzt übersieht und sagt, wo ist der Knochen dann, aber... Okay, es ist doch nicht rechts. Der Breaker ist nicht rechts, er ist links. Hier ist auch ein Versteck im Keller bei dem Breaker. Hier sieht es aus, als wäre der rechts. Komisch, verstehe. Oder kommen wir von da oben rein? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist ja. So. Ah, perfekt. Da können wir einen schönen Ghost Highway bauen. Yay. Okay, machen wir hier alles zu. Weil hier haben wir ja nichts zu schaffen. Da, da, da. Dab, dab, dab. Dab, dab, dab. Dab. Ghost, where are you? Give us a sign. Ghosty pants, hello. Ghosty, are you here? Give us a sign. Where are you? Wo ist der Geist? Das ist nur ein Länder. Den suche ich gerade. Den Knochen habe ich schon versorgt. Breaker ist auch versorgt. Versteck in der Garage und im Keller. Hier oben läuft Wasser. Ich glaube dort. Okay, dann ist da oben. Wenn du oben nach links gehst, ganz hinten durch das Badezimmer, da ist das Wasser am Laufen. Das könnte auch der Geisterraum sein. Mein Smudge lasse ich mal unten. So. Ghost Highway wird in diese Richtung gebaut. Das ist schon mal für Poltergeist der Test für nachher. So, dann tun wir da mal ein Kruzi rein zum Absichern. Kruzi, Salz, Sensor. Habe ich den Sensor? Ich hoffe es. So, ich weiß nicht, ob hier oben Verstecke sind, aber die werden wir dann eh nicht nutzen. 16 Grad sind hier. Was ist mit dem Schlafzimmer daneben? 19, Schlafzimmer. Wieder Schlafzimmer. Ja, wie viel Grad sind es hier drin? 10. Schlafzimmer sind 10, Badezimmer sind 12. Ja, der ist hier auch reingelaufen ins Salz. Du kannst das Waschbecken nachher fotografieren. Also ist der eher im Schlafzimmer, ne? Ja, du kannst dann nachher das Waschbecken fotografieren und das Salz, was ich da gelegt habe, wenn er da reinläuft. So. Die Laterne hat er ausgepustet, die kann man auch fotografieren. Das habe ich bis hier unten gehört. Ich hätte mehr Items mitnehmen sollen, aber ich will die Sachen fotografieren. Ich fotografiere die Laterne, du kannst das Salz fotografieren und hier ist eine Kamera. Jetzt habe ich kein Dingens. Kein Feuer. Ach scheiße, wir müssen ja auch noch auf Benji und so testen. Das heißt, wir brauchen einen Sensor nach oben, ne? Tun wir einmal hier hin. Das hier wird der Ghost Highway. Machen wir hier schon mal Licht an. Ah, dafür müssten wir da oben einen Raum bereitstellen. Hier. Mist. Und wir müssen den anderen Sensor nach an die Tür machen, um zu gucken, ob der... Ich meine, haben wir hier ein Versteck? Nope. Ich würde gerne den Raum hier nehmen. Ach, fuck. Scheiße, das war meine Schuld. Ich habe zu viele Lichter angemacht. Ist egal, Sanity kann ja ein bisschen drainen. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt im Moment. Ich bin aber im Keller, ne? Hast du ein Licht angemacht? Der Geist hatte gerade ein Licht angemacht, also ist es kein mehr. Oh, ich muss ihm ein bisschen was da zum Werfen reinlegen, weil sonst hantiert er wieder gleich nur mit dem Radio rum. Da habe ich nämlich keine Lust zu.
Geben wir dem mal ein paar Mets. Oh, ich habe ja hier noch einen Sensor. Dann tun wir den in den Raum einfach. Ja, der hat das Licht hier angemacht. Hast du das Wasser und das Salz hier oben schon fotografiert? Wasser noch nicht, nur Salz. Okay, welche Lichter sind wichtig? Das Licht hier ist wichtig. Das Versteck müssen wir schon mal vorbereiten. Hier das Licht ist wichtig. Weil das hier ist der Versteckraum. Oben müssen wir noch ein Fuzzi in den Raum tun, wo wir alles überwachen. Da brauchen wir ein Parabol und eine Kamera. Wir bräuchten da auch ein Salz, müssten wir dafür leider verschwenden. Den tun wir jetzt hierher für später. Das hier kommt nach drüben. Hier testen wir gleich auf Benji und Phantom. Okay, ist wieder ins Salz gelatscht. Wo ist das letzte Salz? Ich brauche noch eins für die Tests nachher. Für Benji und Phantom. Jetzt habe ich gerade hier oben im Geisterraum verstreut. Nein, ist das alles weg? Oh nein. Das ist jetzt scheiße. Ach, der ist ein scheiß Radio, ey. Nein, eben nicht. Ich habe das andere für den Ghost Highway unten benutzt. Das ist jetzt natürlich richtig scheiße, weil ich wollte eine einzige Reihe wollte ich mir nämlich dahin tun für Benji und Phantom zu testen. Das wird jetzt ein bisschen. Ach, naja. Da muss man eben mal schauen, wie man da klarkommt. Die ganzen Sachen. So, das hier ist für oben. Okay, die Kamera hier können wir nach unten stellen. Der Breaker ist schon wieder aus. Es ist definitiv kein Gin. Schade, leider kein Gin. Der Breaker ist hier. Also diesmal war es der Geist. Diesmal war es jetzt kein Überladen, was ich vorhin verursacht habe, weil dann gehen nämlich alle Lichter aus. Das seht ihr daran, guck, ich habe den Breaker angemacht und das Licht hier ist aber noch an. Wenn es überlädt, passiert das, was gerade eben passiert ist. Das, Mist, den anderen wollte ich eigentlich da hinten hin tun. Unsere Sanity ist wahrscheinlich am Arsch, weil wir die ganze Zeit hier im Dunkeln rumflitzen. Das war eine normale Türinteraktion. So, das kommt hierher. Mann, ich hab doch kein... Prima, ich hatte keine Kamera, du Arschkeks. Ja, werf Sachen da drin. Das war ein Event, das heißt nicht, dass es ein Stock ist. Ja, sie hat mich gerade mit einem Event erwischt. Ich hab's mir gedacht, dass die Sanity jetzt am Arsch ist. Ich hoffe, die macht jetzt nicht tausendmal das Radio an. So, bleib liegen, bitte! So, danke. Okay, ich wollte eigentlich jetzt auf Benji und sowas testen, aber ich glaube, wir sind kurz vor einem Hand. Der Geist könnte noch hier rumlaufen, wo er gerade das Event auf mich gemacht hat. Ich werde mich hier kurz hinsetzen und schauen, ob er zu uns kommt. Ja. Das Salz hast du vorhin alles schon fotografiert, ne? Ja, da wurde schon alles, ja. Okay, das war jetzt der Rückweg. Natürlich ist es jetzt schwieriger, Phantom und Benji festzustellen. So, das werfe ich jetzt nur da rein, damit der Geist nicht auf die Idee kommt, das blöde Radio zu benutzen. Also, was jetzt hier passiert ist, das war kein Stalking, okay? Ich gehe mal hier hinter den Sensor, um das jetzt Benji und so zu testen. Was jetzt gerade hier passiert ist, der Geist ist von seinem Geisterraum in diesen Flur
Wie hoch ist unsere Sanity? In den Flur gewurmt. 47. Und hat, und konnte dadurch ein Event machen in dem Raum. Ich bleibe mal hier stehen. In dem Raum, wo ich gerade war. Jetzt sind alle Lichter eh ausgegangen durch das Kutzi. Ich mach das hier mal an. So. Wir müssen jetzt Sanity erhalten. Wir haben normale Hunting Range, wie es aussieht. So, jetzt muss ich darauf achten, ob das Kruzi benutzt wird, während diese Laterne in der Nähe ist. Ich selber bleibe jetzt hier mit dem Feuerzeug extra so halbwegs in der Range stehen, um zu testen, ob es ein Onryo ist. Okay, Onryo ist raus. Ich weiß, die Range von den Kerzen ist kleiner als die Range von dem Kruzifix, aber ich habe ja das Feuerzeug jetzt extra da in der anderen Range gehabt. So, jetzt gucken wir mal, ob er zu uns kommt. Nein, nein, nein. Ich habe dir doch da lauter Sachen extra in den Raum geworfen. Verdammt. Okay, ich hau ab nach unten. Ich habe da keine Lust zu. Hier, da. Sorry, ich kann das nicht ausmachen. Das ist jetzt gerade zu gefährlich. Klar. Moment mal, sie war gerade schnell. Ich glaube, es ist ein Handtuch. Sie ist mega langsam. Jetzt nicht nur wegen dem Smudge und dem Salz. Sie ist langsam. Es ist ein Handtuch, glaube ich. Sie war nämlich oben mega schnell. Okay. Ich glaube, es ist ein Handtuch. Deshalb brauchen wir jetzt auch keinen Smudge-Timer, weil, oh mein Gott, ist das nervig. So, jetzt können wir das auch ausmachen. Ich habe extra lauter Items da reingeworfen. Welches Salz haben wir schon? Jetzt kann ich hier die ganzen Fotos noch machen, ha? Ich weiß nicht, welches hiervon schon gemacht wurde. Ich kann mir denken, das hier nicht. Das Kruzi können wir machen. Das erklärt auch, warum der Breaker immer aus war. Ich dachte, da wurde gerade eine Laterne ausgemacht. Das klang jetzt gerade komisch. Ach so, sie hat eine angemacht. Kannst du in den Keller gehen und den Breaker ausmachen und dich da einfach verstecken im Keller. Ausmachen im Keller? Ja, geh mal in den Keller, mach den mal aus. Ich meine, ich hätte das Licht hier jetzt nicht anmachen müssen, aber ja. Weil ich will euch mal den Handtuch-Atem zeigen. Den sieht man aber nur, wenn der Breaker aus ist. Okay, dann warten wir mal auf den nächsten Hand. Die müsste ja jetzt dann nachher etwas schneller sein und man müsste den Atem sehen. Du kannst dich da unten im Schrank verstecken. Okay, dann muss ich ja gar nicht mehr auf Phantom und Banshee und sowas testen, zum Glück. Sie huntet. Bleib im Versteck. Okay, sie klingt immer noch was langsam. Mal gucken, sehen wir den Atem? Ja, da ist der Atem. Seht ihr es? Sie ist zwar noch langsam, aber die Temperaturen sind auch hochgegangen. Deshalb, die sind noch ziemlich oben. Die müssen erstmal runtergehen, dass der Handtuch schneller wird. Aber sobald der Breaker aus ist, könnt ihr den Atem vom Handtuch sehen. Okay, ich habe den Atem gesehen. Es ist ein Handtuch. Kannst rauskommen, wir können fahren. Das war's schon. Wir haben so ein Glück gehabt mit dem Geist, dass der so easy war. Übrigens, sie hat 90 Sekunden Zeit, um jetzt da rauszukommen. Ich habe den Geist gerade gesmatscht. Ein Handtuch ist 90 Sekunden lang nicht fähig zu handeln. Also eigentlich fast jeder Geist, mit Ausnahme des Spirits und des Demons. Oh fuck. Oh fuck, ich sehe gerade, wir brauchen ja noch ein Geisterfoto. Scheiße. Oh mein Gott. Wir müssen den Breaker wieder anmachen. Scheiße. Ich bleib mal kurz im
Ja, okay. Oh, shit. Na, ich hab das Geisterfoto vergessen. Ach, scheiße. Und ohne Breaker ist mir das zu risky. Haben wir eine Kamera überhaupt irgendwo? Ach ja, übrigens, ein Handtuch kann auch niemals den Breaker einschalten. Es ist wie beim Gin mit dem Ausschalten, aber Einschalten passiert eben eher seltener als Ausschalten. Da liegt eine Kamera, perfekt. Muss reinkommen, dir da helfen? Ich versuche es alleine, ich hoffe, das klappt. Also, das Gute ist, ein Handtuch... Wenn ich jetzt den Breaker die ganze Zeit anlasse... Was du machen kannst, du könntest in den Keller in das Versteck gehen und den Breaker anmachen, falls sie den ausmacht höchstens. Aber bleib lieber erstmal draußen, vielleicht schaffe ich es ja jetzt bei dem Hand. Ich hoffe, sie lässt den Breaker jetzt an. Okay, Hand, okay, gut. Hört ihr das? Sie ist ganz kurz oben, schnell in ihrem Raum, wo es kalt ist. Das war eindeutig ein Geisterfoto, das vorletzte oder letzte. Eines von denen muss gezählt haben. Unser Schrein kommt. Hat es gezählt? Müsste gezählt haben. Wäre nicht. Okay, dann komme ich raus, dann können wir fahren. Tschüss, Hantu. Okay. Puff, also wie ihr seht, auch wenn ihr das Journal hier schon voll habt, ihr könnt die Fotos, dieses Geisterfoto, könnt ihr trotzdem noch im Nachhinein machen. Es darf aber nicht weniger als ein Stern sein, weil wenn der Geist zu weit weg ist, zählt es nicht. Das hat früher gezählt, der muss sehr nah sein. Nö, ich habe dem Geist die Tür zugemacht, damit ihm nicht die ganze Kälte da rausfliegt, damit das schön frisch da drinnen hat, damit es frisch bleibt. Und wenn es dann im Bett ist, ne? Ja. Ja, siehst du, er macht da seine Tür bestimmt jetzt gerade auch zu. Ja, kommt nach hören gerade, ne? Ja, zum Glück hat sie jetzt... Da spielt sie wieder mit der Tür. Zum Glück hat sie jetzt nur einmal das Radio angemacht, weil ich habe ihr ja extra ein paar Items in den Raum geworfen. Und du hörst ja, jetzt spielt sie eben mit den Items an, statt das blöde Radio anzumachen. Da hörst du das, die wirft jetzt die Sachen, die ich ihr da reingeworfen habe. Er hatte wenigstens was zu tun, hat er entlangen, meine ich. Weil jedes Mal, wenn du jetzt hier einen Wurf hörst, du hörst ja, was sie da macht die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn du einen Wurf hörst, wären die Items nicht da drin, wäre es jedes Mal eine Wahrscheinlichkeit, dass der Geist das Radio anmacht. Deshalb schmeiße ich da in dem Raum speziell immer ein paar Items rein. Und wenn man vom Teufel spricht, Handtuch eintragen, los, weg hier! Abfahrt! Schnell! Mutschel weg! Evakuieren! Oh Gott, wir fahren mit dem Radio nach Hause. Oh mein Gott. Ach, lustig, ey. Ich rede doch gerade davon. Oh mein Gott. Ja, das war ein schönes Perfect Game. Die Salzaufgabe ist erledigt. Ja, die Dinger sehen fancy aus, aber für meine Zwecke sind die T2 perfekt. Das hier sind die Stats, also ja, Handtuch-Geschwindigkeit, Temperatur abhängig, Handtuch-Range normal, macht gerne den Breaker aus, heißt aber nicht, dass es ein Handtuch ist, wenn ihr einen Geist habt, der oft den Breaker ausmacht. Habe Phantoms und Polties und so erlebt, die dauernd den Breaker ausmachen, habe auch Handtuchs erlebt, die ihn nie ausmachen. Seid vorsichtig mit diesen Wahrscheinlichkeitssachen, bitte. Bitte seid vorsichtig damit. Achtet auf die offensichtlichen Dinge, auf die Hands, auf das Verhalten und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!